Und da heiße ich euch auch herzlich willkommen zurück. Wegpunkt setzen. Ja. Wo ist der denn? Halt, Moment. Wo ist denn der Wegpunkt? Wir sind ja. Ich nehme einen, wir müssen hier zurück. Da hinten. Okay. Das Feinde? Tatsache. Oh. Doch, die sind alle weg. Was? Okay, das war kein Kopftreffer. Aber egal. Warte mal. Oh. Gibt's hier noch irgendeinen. Ne, hier nicht. Okay. Ich bezweifle im Übrigen, das möchte ich nur mal kurz anmerken, dass so ein Leppo-Bauhelm oder was die aufhaben, nein, keine Ahnung, was die aufhaben für Helme, dass so ein Helm in einem Pfeil widersteht. In einem Pfeil. Kann auch sein, dass ich hart gehen muss. Es kann auch sein, dass das Überlebensversteck da hinten. Ne, warte mal, hä? Doch, da kommen wir hin. Ach, das hatte hier vorher gebrannt oder irgendwas, ne? Dass wir da nicht ran können. Ich kann mich daran erinnern. Das war, da war irgendwas. Okay, dann haben wir hier hinten noch eins. Ups, da. Mal ein bisschen Holz einsammeln. Huch, Alter. Okay. Ja, was ist da? Oh, cool. Was? Bess. Alles klar. Kürbisse. Ja, klar. Wir werfen erstmal Kürbisse durch die Gegend. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Müssen wir jetzt wieder schwimmen? Hier vorne ist doch so Brühe gewesen, oder? Ja. Gut, dann schwimmen wir. Kenn ich das hier aus? Huch! Was war das denn? Sehe ich richtig? Was ist das denn? Ist das vielleicht ein geheimes Versteck? Ich habe keine Ahnung. Ich guck aber mal. Kann ich hier durch das Haus vielleicht durch und dann da ran? Ne. Okay, vielleicht auch nicht. Tauchen kann ich hier auch nicht, ne. Wieso machst du sie ja dann? Na, ist egal. Ich frag gar nicht. Ich frage ja nicht. So. Da hinten, alles klar. Ah ja, hier ist noch ein Grab unter uns. Das machen wir auch gleich noch mit in der Folge. Kann ich das jetzt lesen? Mal sehen, wenn diese Markierung auf den Nordstern deutet. Nordstern? Und diese auf die Gipfel, dann. Alter, mitten auf dem Weg. Gehst du? Das flackert ja nur ab und zu mal. Das heißt, wenn du da so easy langläufst, dann siehst du da. Alter, jetzt ist das wieder so ein Mensch versteckt da oben mitten. Also ich laufe wieder da zurück. Toll. Aber okay. Für euch mache ich das gerne.
Ja, ja. Na, ihr fordert das heraus, Legungsgrab. Alter, wieso muss ich eigentlich so gehen? Warte mal, kann ich eigentlich hier, warte mal. Das geht sogar. Leck mich fett. Ich wollte das nur mal probieren, weißt du? Bringt uns aber jetzt nichts. Aha. Und du? Ich höre wirklich gar nichts. Der verwirft vor allem 0 Frames, ja, sagt er. Und trotzdem zeichnet er aber nur mit 25 auf gerade. Mit 40, 54, 60. Jetzt hat er wieder konstant 60, wo ich in der Pisse da eben war, da waren es weniger. Wo ist denn das? Hier unten neben dem Haus. Da so. Da. Aha. Er hat jetzt 25 Münzen. Da wundert mich, wieso wir so viel hatten. Ja komm, dann machen wir da mal das Grab hier, ne? Müssen wir wieder hier zurücklaufen? Also warten und schwimmen und laufen. So, jetzt geht's schon wieder runter. Also wenn ich in die Brühe reinkomme, das ist einfach dieses mega geile Wasser. Da geht sogar die Titan in die Knie. Und ich habe schon 2 Folgen aufgenommen. Das ist nicht schlecht. So, Lara. Ich wäre übrigens dafür, dass sie alle Waffen am Körper trägt. Wenn man sowieso nur 4 Waffen hat, dann können wir doch auch alle am Körper haben. Was? Also. Hallo! Komm, erstmal eingeflogen. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Okay. Aber jetzt. Gespannt. Unbekanntes Speed. Verbogene Schlucht. Einmal hier dran setzen. Nur damit wir es gemacht haben. Und ja. Okay. Ja, genau. Wahrscheinlich genau neben dran hier, weißt du? Das war glitschig, Lara. Ah, okay, dann lass mal wieder zurückkommen. Hast du gesehen, die hat so schnell das Knicklicht weggesteckt, dass wir das nicht mal sehen konnten. Übrigens wird die Decke nur durch die Wurzeln gehalten. Okay. Jetzt da runter, tödlich? Ja, oder? Tödlich. Wäre langweilig. Ach, das hier! Ich kann mich erinnern. Ja, die Grube des Urteils, ganz toll. Markier die mir mal.
die Grube des Urteils. Ich war ja hier auf der Xbox schon. Deswegen kenne ich die alle schon so ein bisschen. Also bei dem klaren Wasser hier haben wir 60 FPS. Aber ja, ich habe es genau gesehen, mein Freund. Ja. Bei Zahnrädern. Aha. Irgendetwas ist da hinten. Ja. Hast du gut erkannt. Wir müssen... Das ist cool hier. Wir müssen erstmal da hoch. Ja. Vorsichtig. Ja, wirklich. Are you serious? Was zu mir vorsichtig? Wir müssen das drehen. Pass auf. Und zwar, ja genau, wir müssen das einmal rumdrehen. Ich finde das mega cool, wie das so hochklappt. Noch einmal? Nein, komm nochmal. Na. Genau, alles klar. C. Ist das Gold? Okay, nicht elegant, aber effektiv. Ja. Ey, das war vorhin nicht da. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Nee, aber für sowas ist es immer Verwendung. Ösen an Dosen. Genau. Matt. Zwangsgebete? Ah, das sind Zwangsgebete, dann müssen wir verarschen. Ach du Kacke. Ja, gut, da wäre ich ja eh noch hingegangen. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße, bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren. Ich verneige mich, wenn sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn sie von Sünde reden. Aber wenn sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Aha. Okay, also sie haben mir Minenarbeit abgeleistet, sage ich jetzt mal. Aber die hat es scheinbar nicht eingesehen. Warum sie hier ist. Alter, guck mal. Gold! Das ist Gold! Wir müssen auf jeden Fall dahin. In dem müssen wir nämlich jetzt hochkriegen. Weiß. Ich weiß, das klingt verkehrt. Pass auf. Kommt der runter? Okay. Ein paar Spielwürfel hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Moment. Bei dem ist es auf den meisten Seiten eine 6. Auf den meisten. Auf allen.
Nur mal, ich will mal festhalten. So, Lara. Gehen wir mal da hoch. Lara ist übrigens ein cooler Name. Muss ich eigentlich mal zugeben. So, Lara. Alles klar. Weißt du, wenn sie jetzt so eine Diele oder irgend so was hochgezogen hätte, so ein Brett, weißt du? Und da wäre was drunter gewesen. Alles okay, aber warum so? Ah, ist egal. War nicht. Die fetten Räder auf den Holzschienen sind da mega cool. Ach so, du musst das hier unten. Ach ja, okay. Moment, du musst das ja hier so präparieren, dass du oben ankommst und Wasser. Alles klar, so, jetzt geht das. Finde ich auch cool, dieses Aufzug, weißt du, mit diesen ganzen Gedönsen. Alles klar. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. Oder doch. Übrigens ist der Kram im Weg. Ah ja, klar. Das vorbereitet? Hoffentlich reicht das. Achso, Moment, bevor ich hier weiter rumjumpe. Es hat geklappt. Zum Glück steht alles noch. Zum Glück. Ja, zum Glück. Lies mal vor. Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage. Wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht, aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Das ist ganz gut. Das kann man nicht verleugnen. Und hier kriegen wir wieder irgendwie einen geilen Boni. Ich weiß gar nicht, ist das letzte Grab? Könnte euch auch sein. Ein Kodex aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung. Was bedeutet das für uns? Geologe? Nee, das war das 8. Mit Geolit können Sie erfolgreich Chromititerz abbauen. Drücken Sie um. Oh, oder? Okay. Da konnte man das denn vorher nicht. Ach, das ist so special, mega geiles Erz, oder was? Ach so. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ciao.